Ja, hallo, Mahlzeit. Nochmal hier ein kurzes Update zu den Einreisebestimmungen nach Thailand. Wir sind auf dem Weg nach Phuket und haben halt in Frankfurt eingecheckt. Und beim Einchecken hat man tatsächlich unsere Impfausweise einsehen wollen, weil die wussten, dass wir nach Thailand Phuket fliegen. Also Impfausweise mussten wir vorlegen. Und nochmal kurz zur Info, wir sind mit Etihad Airways unterwegs und das bezieht sich nur auf diese Fluggesellschaft. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Und ich werde, wenn wir nachher in Phuket landen, werde ich auch nochmal ein kleines Video drehen, wenn wir im Hotel sind, wie sich das verhält mit der Einreise in Phuket, ob wir da auch irgendwas vorlegen müssen oder so. Das werden wir sehen. Aber wie gesagt, Tatsache ist, als wir eingecheckt haben in Frankfurt bei Abu Dhabi, bei der Etihad Airways vielmehr, mussten wir unsere Impfausweise vorzeigen. Also das ist schon mal eine Tatsache. Ob es eine Ausnahme war, wir haben allerdings auch ein Ehepaar gesehen, was halt ziemlich bedröppelt mit ihren Koffern den Eincheckbereich wieder verlassen hat. Ob das jetzt damit unbedingt zusammengehangen hat, wissen wir nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, so ist erstmal der Stand der Dinge. Wie gesagt, ich mache nochmal ein kleines Filmchen, wenn wir in Phuket gelandet sind und wie sich da das alles verhält. Wenn wir dann im Hotel sind, gebe ich euch nochmal ein kurzes Update. Also wir sind, wie gesagt, jetzt gleich unterwegs auf dem Weg nach Phuket. Ist aktuell halt so, wie wir es erlebt haben. Wir stellen dann immer nur das, was wir erleben. Und so, wie wir es erlebt haben, was die anderen erzählen, interessiert uns nicht. Und da seid ihr immer auf dem neuesten und aktuellsten Stand. Also macht's gut, bis später, ciao, ciao.